Da ist auf jeden Fall ein Druckschalter. Ich kann das aber nicht öffnen. Aber ich weiß, wo wir sind. Okay. Oh. Ich dachte, das ist was Nützliches. Dann war es ja an der falschen Stelle angebracht. Das Ding kann immer wieder ausgelöst werden. So, hier ist mal reingekommen. Hier haben wir die Wachenräume. Das ist ein Privatschloss. Glaube ich, die Katze hält jetzt die Klappe. So habe ich es mir gewünscht. Natürlich eine Wildkeule. Wie gesagt, Geralt und seine Gicht. Wird er merken, wenn er einen Zeh verliert. Meistens ist es erst der erste große. Ah, ist einfach nur eine Falle. Sich zu verstecken. Aber wenn einen die Wachen verfolgen, ist das echt praktisch. Ich hatte schon öfters erlebt, dass die Wachen dann in diese Fallen gerannt sind. Wir sollten von hier schießen. Ich weiß gar nicht mehr, war hier was? Das sieht so groß aus und einladend. Vor allem geht der Kamin nirgendwo hin. Das ist ganz toll, dass sie den haben. So. Passt natürlich nicht. Ich muss aufpassen, einige Türen waren Fallen. Die nicht. Und da haben wir ein merkwürdiges graues Licht, was ich immer lösche, aus Prinzip. Das hat keinen besonderen Grund. Herr, der in euer Gewächshaus eingedrungen war, wurde gezüchtigt. Er kannte die Regeln nicht und wird dort nicht mehr herumschnüffeln. Denn das mag er nicht. Schöne Falle, oder? Und er ist ein Naturliebhaber. Oh, so eine Malle. Gut ist, hier gibt es wenigstens keine Wachen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich dachte, da kommt eine Wache rein. Abendkurier. Mitglieder des Orden des Hammers haben eine Frau aus Shalebridge entführt. Sie war erst vorige Woche von der Anklage des Diebstahls freigesprochen worden. Offenbar wird die Frau unter unwürdigen Bedingungen im Castle-Gefängnis festgehalten. Obwohl die Hammeriter keine offizielle Begründung für die Festnahme der Frau gaben, wird ein Mitglied des Ordens mit den Worten zitiert: Sie hat in den Augen des Erbauers gesündigt, und eure trägen Gesetze sollten sie hart bestrafen. Ja, genau. Ich auch dafür, das ist eine tolle Tür. Deshalb. Wie gesagt, er lebt im Irrenhaus. Hat er ja auch so gesagt, wer genug Geld hat, kann sich ein Irrenhaus bauen. Wie gesagt, das ist alles aus dem Gedächtnis hier. Hier haben wir die schöne Falle. Hier müssen wir aufpassen, da könnten Wachen kommen. Ach, genau die Stelle meinte ich. Ich wusste nicht mehr, wo es war. Oh, wir haben tatsächlich schon 1,5 an Beute geklaut. Schön, halt. Echt mies, oder? Ich wusste aber, dass...
Geht noch höher. So. An manche Beutestücke ist es echt ein bisschen fies ranzukommen. Nicht so leicht, oder? Aber an und für sich das Level schon echt geil. Hier, da. Hier ist der große Raum, wo wir vorhin waren. Hier ist die Wache vorhin lang gelaufen. Das war Ihmchen hier, den wir hier ausgeschaltet haben. Wo geht's eigentlich die Treppe da hoch? Ich glaube, da bin ich noch nie lang gelaufen. Aber ich habe eine Vermutung. Egal. Ah ja, hier ist der Garten. Eden. Ja, wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Da waren wir vorhin. Vorsicht vor denen, die stechen. Die wollten mich gerade stechen. Also da kann man nicht durch. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, kann man die, glaube ich, mit einem... Ja, das ging. Auseinandertreiben. Hier haben wir nochmal einen Schlaf gemacht. Auch wieder mit Topfpflanzen. Der liebt es sehr grün, der Mann. Bestimmt ein Hippie. Kompendium des Naturzaubers, 15. Kapitel. Tatjana-Blume. Diese Blume wächst vornehmlich in den eisigen Berghöhlen des Essegebirgszuges. Zum Schutz vor den im vorigen Kapitel beschriebenen denkenden Pflanzen können sie deren Zauberkraft erwärmen und zerstäuben, um die Saison in Schlaf wiegen. Die Blume ist nach der Erzmagierin Tatjana Jurkovic benannt, die ihren Nutzen zum vorübergehenden Ausschalten von Zaubersprüchen und Systemen als erste erkannt hat. Wenn irgendwo ein Bandzauber ist, schmeißen wir einfach so eine Blume hin. Fertig. Kein Problem. Das hier ist eine tolle Stelle. Hier könnt ihr 6 Pfeile holen. Frag mich, ich weiß bis heute nicht, woher die kommen. Wenn ihr da rankommt. Ich gehe nochmal hin. Ich versuche mal alle zu holen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aber ist die Falle leer? Keine Gefahr mehr. Kann man da eigentlich... Ich speichere mal kurz und schieße mal ein Seilpferd hoch. Habe ich noch nie versucht, ehrlich gesagt. Das ist doch krass. Da könnte was drin haften. Oh, tatsächlich. Da finde ich vielleicht was ich noch nie gefunden habe. Oder ich falle in den sicheren Tod. Nö, schade. Hätte sein können, dass ich da endlich mal was an Gold finde, was ich noch nie gefunden habe. Und hier oben ist es ganz oft passiert, dass ich plötzlich gestorben bin. Ich vermute mal, ich habe immer gedacht, weil diese Schrift, die wir gelesen haben, dass das mit den denkenden Pflanzen zu tun hat. Aber ich denke mal eher, das war ein Bug, weil manchmal bin ich gestorben und manchmal nicht. Und hier haben wir auch diese tolle Musik. Hier kann man runterspringen, der verliert aber mindestens 2 Schilde. Da bekommt ihr einen goldenen Pokal im Wert von 15. Ihr könnt es nicht ohne Schaden schaffen, oder? Könnt es ohne Schaden schaffen? Was ich noch nie ausprobiert habe, fällt mir gerade ein. Ich hätte vielleicht mehr Seilpfeile holen sollen. Damit kann man es klappen. Also mit dem Moospfeil geht es nicht. Oh doch, tatsächlich.
hätte ich schon viel eher versuchen sollen. So, dass es gerade noch geht. Perfekt. Hey, es geht doch. Das Problem ist, also es ist dieses französische Zeichen wieder. Könnt ihr euch erinnern? Sind wir wieder im Garten. Müssen wir wieder hochrennen. So, kein Problem, unten gibt es keine Wachen mehr. Hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt schon 1,9 geklaut, also der Typ hat echt Asche. Jetzt kann ich auch die Haupttreppe nehmen. Ach, scheiße, sind wir hier. So, sind wir schon wieder oben. Ich glaube, das sollte man eher aus dem Weg nach draußen noch klauen. Ich traue diesen Pflanzen nicht mehr. Weil, wegen diesem Bug, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Pflanzen uns getötet haben. Das ist das Konstantin-Zeichen. Das haben wir auch schon in dem Intro gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Die ist auch schön. Als Kind habe ich mir mal vorgestellt, oh, was wäre, wenn du wirklich mal so ein cooles Haus baust. So ein richtig abgedrehtes. Und dieses Kinderlachen macht es nicht besser. Ich bin ein Gnom. Interessiert. Das ist übrigens eine Liane und kein Habe ich das da drüben eigentlich ausgemacht? Ich weiß es nicht. Wenn ich mich recht entsinne, kommen mir ab und zu Wachen vorbei. Wir haben auch schon sau viel Gold geklaut. In der kurzen Zeit. Wenn man weiß, wo es, wo alles ist, dann ist es wesentlich besser. Wir haben auch nicht mehr so viel zu tun, glaube ich. Ich könnte das Level heute noch schaffen. Na komm. Hier sind, wie schon mal gesagt, haufenweise, wirklich haufenweise Wachen, vor allem hier oben. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind, aber könnten schon 6, 7 sein. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Wo genau? Ich weiß noch, eine läuft hier lang. Mindestens eine. Ich glaube, es waren 2. Ich dürfte auch so nichts gehört haben. Ach, so ein Mist. Da oben ist das Schwert. Jetzt ist aber mit dem Schutzzauber umgeben. Wenn wir das direkt greifen, nehmen wir Schaden. Nichts mehr zu sehen.
Ich hätte Lust, den Pfeil in den Kopf zu jagen.